Hey Elli! Hallo Arne. Teil 2 unserer Wyk an See Special Show bahnt sich an, dieses Mal mit schwierigeren Beispielen. Die von letzter Woche waren ja ein Kinderspiel. Das war ja Ja, lächerlich. so könnte man es auch sagen, dass die letzte Woche ein Kinderspiel war. Wir werden auch gleich mit der leichteren von beiden anfangen. Mit leicht meine ich also weniger kompliziert, wobei hier du natürlich in der Lage sein musst, besser zu spielen als Magnus Carlsen. Magnus, wer? Let's roll. Ja, klar. Also er hat eine sehr interessante Partie, aber auch sehr fehlerhafte Partie, also beidseitig fehlerhaft Okay. gespielt gegen Jordan van Forest. Am Ende haben sie sich gütlich zu einem Remis geeinigt, weil es dann am Ende Remis war. Dazu kommen wir aber noch Schritt für Schritt. Dennoch war die Fehlerquote hier in der Partie ja relativ hoch für das Niveau. Zumal ich denke auch, dass sogar je stärker man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man kompliziert spielt. Als wenn man etwas schwächer ist, sind die Verteidigungszüge aufgrund von Angst und weniger Selbstsicherheit manchmal leichter zu finden. Okay, Manchmal. okay, okay, okay. Hier in der Stellung hat Jordan van Forest den Zug Läufer E7 gespielt. Und die erste Frage lautet für dich: Wie würdest du hier aus Sicht von Weiß fortsetzen? Bereits hier hat Carlsen fehlgegriffen. Dennoch erstmal, das ist mehr oder weniger die leichte Sache aus der ganzen Partie. Wie würdest du hier fortsetzen? Und das ist der leichte Part der Partie. Ja, für euch natürlich daheim. Brett steht unten. Ihr dürft nachspielen. Was wäre eine angenehme, gute Fortsetzung für Weiß hier? Na gut, dann gucken wir doch mal. Also, H5 geht nicht. Eine Sache schon mal aus dem Weg geschafft. Ich glaube, ganz gar nicht so viel. Wir können gar nicht so viel machen auf dem Königsflügel. Vielleicht können wir die Dame etwas besser positionieren, aber irgendwie dann auch nicht. Nein. Ich glaube, es müsste irgendwas mit den beiden Türmen auf sich haben, vielleicht. Vielleicht sogar mit dem schwarzfeldrigen Läufer. Also, was wäre zum Beispiel jetzt einfach mal wieder von der Intuition her? Was wäre denn, wenn wir den Turm C1 zu B1 bringen? Um die offene Linie ein bisschen stärker zu traktieren. Das ist eine Möglichkeit, die wir berücksichtigen sollen. Aber Arne, ist dir eigentlich bewusst, was dein Gegner im letzten Zug getan hat, was er gezogen Jetzt, hat? wo du es sagst, ja, der will eigentlich, ist ihm das völlig schnurzegal, ob wir die freie Turmlinie auf B haben. Denn als nächstes wird er mit dem Läufer schön auf G5 reinknallen. Ja, Läufer G5 oder auch Turm G5 sind die beiden Möglichkeiten, die hier Schwarz zur Verfügung hat. Ja, tja, das ist ja echt. Tja, das ist ja, na, jetzt sagst du was. Ja, was machen wir denn da? Das ist ja furchtbar. Wie können wir denn das verteidigen? Wäre ich weiß und ich würde mit dieser Stellung aufwachen, würde mir jetzt Angst und Bange werden. Das stimmt natürlich. Okay, wie verteidigen wir das denn am besten? Ja, ich glaube, ich wird vielleicht sogar fast den König zu F1 oder H1 ziehen. F1 sieht mir ganz gut aus. Genau, König F1 wäre die einfachste Möglichkeit, die ganze Sache mit dem Schlagen auf G5 zu unterbinden. König H1 ist vielleicht nicht so clever, weil die H-Linie ja auch noch eine Eben, Mattlinie ist. ja. Das heißt, du würdest hier auch taktisch, glaube ich, sogar mit beiden Zügen, aber ich vermute, Läufer für G5 ist etwas einfacher in der Stellung, weil dann auch noch Dame H7 und solche Sachen drohen, nicht glücklich werden. Genau, König F1 wäre die einfachste Möglichkeit gewesen, erstmal das Ganze prophylaktisch zu unterbinden. Carlsen hat sich aber gedacht, der G5, der hängt nicht und hat tatsächlich nicht ganz deinen Zug, aber so halb deinen Zug mit Turm B2 gespielt.
Wie irre ist das denn? Daran habe ich auch kurz gedacht, aber dann habe ich gedacht, Läufer A3 ist ja auch drollig. Ja gut, da hast du immer das Schach auf B8, Ah, deswegen. ja. Aber im Endeffekt ist es komplett gleich von der Denkweise her. Er hat sich gesagt, ach, der G5, soll er ihn doch nehmen? Interessiert mich nicht. Jetzt ist die Großmeister Idee. Frage, wie würdest du auf G5 schlagen? Mit dem Läufer oder mit dem Turm? Ja, jetzt Und ist die Frage. Jordan hat sich falsch entschieden. Ach, das gibt es ja nicht, ja. Ja, wenn du mich schon so fragst, dann ist es wahrscheinlich mit dem Turm richtig, was komisch anmutet, aber irgendwie, naja. Also ich hätte wahrscheinlich aus in normalen Umständen mit dem Läufer genommen. Das hat allerdings einen kleinen Nachteil, denn irgendwie ist der Läufer indirekt gefesselt zurzeit. Witzig, ne? Der Turm auf G6 hängt dann quasi. Und wenn man das ausnutzen könnte, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich hätte mit dem Turm geschlagen. Mit welchem? Das ist Wahrscheinlich egal. Das egal, ist ja. egal, ne? Also es ist richtig, Turm klickt G5 wäre jetzt sofort Remis gewesen. Danach HG5, Turm G5, sagen wir mal, er macht Dame G5, Opfer die Dame an der Stelle, es ist grob viel gesprungen. Läufer G5. Turm B8 Schach zum Beispiel, König F7 und Turm B1, das droht Turm B7, gibt es halt hier einen Schach, dann gibt es nochmal einen Schach, dann gibt es nochmal einen Schach, bis der König nach D2 geht, wenn er gewinnen will. Und dann zum Beispiel ist Dame G2 ganz stark, hat die Idee mit Dame F1, Dame D3 fortzusetzen oder auch gibt es diese Opfermotive mit Läufer schlägt E3, dann muss König E3 kommen und dann geht die Dame bei F3 nach D3. Und selbst da gibt es sehr, sehr viele Dauerschachmotive, die Wow. zur Verfügung stehen. Und objektiv gesehen ist diese Stellung Remis. Also Weiß kann es nicht gewinnen. Okay. Puh. Aber scheinbar war auch für Jordan van Forest der Remis-Weg, beziehungsweise vielleicht hat er auch gedacht, er hat nicht genug Gegenspiel für die zwei Türme. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe ja nie ihn dazu befragen können. Oder er hat sich gedacht, Läufer schlägt G5 ist schlauer und stärker und er kann immer noch dann versuchen, auf Gewinn zu spielen, statt sich mit dem Remis zu begnügen. Es kam in der Partie Läufer G5, hier hat Carsten auch den richtigen Zug gemacht. Die Frage ist, Arne, was würdest du hier spielen? Du hast richtig schon das Ganze angedeutet. Eigentlich droht Läufer schlägt G5 erst einmal nichts, solange der Turm auf G6 ungedeckt bleibt. Richtig. Also würde ich wahrscheinlich ein B8 Schach geben jetzt, damit der König auf die. Ach so, damit der König den Turm deckt. Witzig. Naja, gut. Ja. Naja, gut. Und du solltest schon überlegen, was du machst, Richtig. ne? Turm Ob du B8 ihn Schach. König F7. F7 sagst du. Okay. Na gut, wenn ich nach G7 gehe, muss ich mit H5 rechnen. Ist vielleicht nicht so toll. Ja, jetzt, ich hätte nämlich gedacht, jetzt musst du eh mit H5 rechnen. Dann geht der Turm aber zu G7, ne? Genau. Okay, und haben wir dann ein Problem? Wahrscheinlich Turm B1 ist das, das dauert zu lange, ne? Dann zieht der Läufer weg, Turm B7, Turm Ich habe auch nimmt, noch Läufer nimmt. E7, um die siebte Reihe zuzumachen. Ja, okay. Okay, gut, dann. Was machen wir dann? Gehen wir jetzt mit dem König zu F1? Ja, ne? Genau, Ja. jetzt kam König F1, weil es läuft ihn ja nicht weg. Richtig. Es droht wieder H schlägt G5. Puh. Es hat sich eben gedacht, das war wahrscheinlich alles noch berechnet, hat sich Jordan gedacht, naja, versuch mal wegzulaufen nach König F1, ich spiele Dame A7. Da droht natürlich Dame A6 Schach. Drohe das Schach und dein Angriff sozusagen ist immer noch existent. Und hier hat Carsten wieder falsch gewählt, beziehungsweise fehlgegriffen und hat die Partie Gott sei Dank nicht komplett für sich eingestellt. Er hatte noch Glück gehabt, dass es Remis war. Aber mit dem richtigen Zug hätte er ganz einfach gewinnen können. Erstmal die Frage für dich, was denkst du, ist hier der einfachste Verteidigungszug? Denn nach diesem Zug ist die Stellung für Weiß eigentlich ohne Wenn und Aber relativ leicht gewonnen. Ist es ja. Also mir attraktiv finde ich, glaube ich, Dame G4. Dann bist du wieder Carlsen, Oh nein! dann bist du wieder Ich bin so schlecht wie sozusagen. Magnus Carlsen. Da Oh. bist du wieder der Dynamik. Arne ist zurück. Aber Dame G4, das werden wir auch noch klären, warum Dame G4 nicht so clever war. Dazu kommen wir noch. Aber erst ist erstmal die Frage, klar, man
ist von der Logik her, man versucht sich aktiv zu verteidigen. Aber manchmal ist es halt schlau, auf diese Aktivität zu verzichten, vor allem, wenn man sich dabei verrechnet. Na gut. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, denke ich wieder. Also, was könnte man denn da machen? Was ist, ist Dame H3 sehr viel anders? Ist nicht sehr viel anders. Ja. Gut, ich meine, die Problematik ist ja folgende. Er will mit Dame A7 das Schach auf der Diagonale geben. A6, ja, ja. Und am liebsten den König wieder zurücklocken. Jo. Oder eben die Festung mit Turm E2 erreichen. Und dann hast du das Problem, dass theoretisch G1 ein Mattfeld wird. Ja. Auch nicht toll, ne? Das heißt, es ist schon ein bisschen bis in diesen Zug Dame A7 mit drinnen. Denn die Drohung ist ganz klar. Entweder ich will dich zurücklocken nach G1 oder ich will die Fesselung verursachen. In beiden Fällen hat Weiß taktisch einige Probleme. Aber es gibt dann noch einen relativ leichten Weg hier, sich aus dieser ganzen Sache zu befreien. Relativ leichten Weg. Wow. Ich will weder die Fesselung zulassen, noch will ich zurück nach G1. Das sind so die logischen Überlegungen. Okay. Wie wäre es, wenn wir denn mit dem König weiterwandern zu E2? Genau, König E2 ist der Gewinnzug, denn es gibt dann noch einen Racheschach. Und nach König D1 gibt es vielleicht noch das Racheschach, dann kommt aber schon nach diesem Racheschach Turm D2. Und am nächsten schlage ich den G5 weg und habe eine Figur mehr. Und dann eine Kompensation ist halt nicht gegeben, weil der Turm auf D2, der Läufer auf E1, den König wunderbar deckt. Es gibt keine Schachs auf den Diagonalen. Und im höheren Sinne kann er nach König E2 die Partie aufgeben. Pui. Wow. Denn zum Beispiel, gut, selbst wenn ich jetzt Turm G7 spiele, ich nehme, du nimmst, okay, Dame H3, du hast halt keine Schachs, die jetzt irgendwie interessant sind. Du kannst auch hier das Schach geben, kannst meinetwegen auch noch dahin gehen, aber hier finde ich immer irgendeine Verteidigungsmöglichkeit, zumal ich ja auch noch 1000 Schachs parat habe. Und selbst nach dem Schlagen auf W1 in Turm G1 habe ich noch König D2 und dir fehlen die Schachs. Also gut, man muss das da mit D3 Schachfeld natürlich sehen, aber was ich eben meine im höheren Sinne ist, du wirst dich hier verteidigen können. Zumal du auch selber genug Angriffsmöglichkeiten auf der Grundreihe hast. Ne? Also du bist wahrscheinlich schneller matt als der andere. Jedenfalls, Carlsen hat den Zug Dame G4 gespielt. Jetzt bist du wieder Jordan van Forest. Okay, jetzt bin ich wieder Jordan van Forest. Wie geht's weiter? Okay. Wie geht's weiter? Was passiert denn? Naja, gut, A6 Schach würde ich sagen, ne? Genau, das ist schon mal gut. Denn wir wissen, beide Züge sind nicht besonders toll für Weiß, die er zur Verfügung hat. Okay, Dame E2 können wir lassen, ne? Ja, weil dann tauschen wir ab und verlieren das Endspiel nicht. Das stimmt. Zumal wir auch genug Druck auf den Punkt F2 haben, nach Dame E2, König E2, Läufer H4. Aber die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was ist mit Turm E2? Warum ist Turm E2 nicht erfolgsgekrönt? Weil man könnte ja meinen, okay, das Schach ist beseitigt und ich drohe ja immer noch eventuell auf G5 zu schlagen. Eben. Also, mal kurz das mal genauer angucken. Was spricht denn jetzt so sehr gegen Turm E2? Wir könnten mit dem König unseren Turm auf G6 decken. Dann das geht nicht so gut. Ja, genau. Wir brauchen also vom Logischen her, wir haben einen hängenden Turm auf F5, ja, und wir haben einen hängenden Läufer auf G5. Richtig. Ja, das sind unsere instabilen Faktoren, plus wir haben einen hängenden Turm auf G6, der auch ein instabiler Faktor ist. Bevor ich aber jetzt praktisch auf nur schwarze Probleme stoßen möchte, ist die Frage, was ist denn bei Weiß alles instabil? Wir haben einen gefesselten Turm
Ja, was ist aber noch jetzt von Instabilität ungedeckte Figuren? Weil hier geht es ja eigentlich hauptsächlich um ungedeckte Figuren. Da haben wir die Dame auf G4 natürlich. Aha, wir haben die Dame auf G4, die ungedeckt ist. Ja, wie nutzen wir das nur aus am besten, ne? Wie nutzen wir das aus? Manchmal ist es halt auch so, Arne, es sind zwar noch keine Gegenüberstellungen da, aber wenn wir diese erstmal selber schaffen mit dem richtigen Zug, können wir dann auch Drohungen aufstellen. Oh, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Deswegen muss man halt auch immer genau auf diese taktischen Faktoren achten. Das ist halt so, ich habe dir ja oft gesagt, ungedeckte Figuren ist ein taktischer Faktor. Manchmal eben durch Doppelangriffe, aber manchmal eben auch die ganzen anderen taktischen Faktoren mit Gegenüberstellungen jeglicher Art. Und manchmal ist die Gegenüberstellung noch gar nicht da, aber wir können sie ja kreieren. Ja, und das war tatsächlich nötig. Mit dem Schach haben wir die kreiert, mit Dame A6. Wir gehen zu Dame C8. Genau, und jetzt hat er keine Zeit, auf G5 zu nehmen, wegen Turm schlägt F2. Aber Zack. genau deshalb sage ich ja, es ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man eine taktische Stellung hat, und das sieht man hier wie das Amen in der Kirche, dass es eine sehr taktische Stellung ist, ja, dann sollte man eben auf Gegenüberstellungen, wenn sie nicht da sind, selbst dann kann man eben genau an diese Sachen denken, plus die ungedeckten Figuren, da ist ganz klar, die Dame auf G4 ist die instabile Figur, obwohl sie uns so viel Leid und Kummer mit G5 und G6 und F5 kreiert, nutzen wir jetzt genau diese Schwäche an der Stelle aus. Genau, nach Dame C8 hat Schwarz die Nase vorn, beziehungsweise hat Weiß ein ganz großes Problem, weil ich sehe gar nicht so richtig, wie du dich verteidigen willst. Wenn du König G1 spielst, dann kann ich wieder Turm G7 bringen und das wird wahrscheinlich auch nicht für dich besonders gut ausgehen. Vielleicht gibt es auch Turm bessere Züge. C6. Ja, ich habe gerade gesehen, vielleicht geht noch Turm C6 und du rettest dich. Vielleicht muss ich es ein bisschen cleverer gestalten. Das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis, wie ich das tue, aber ich werde eine König Lösung finden. H7. Vielleicht ist König H7 einfacher. Dann kannst du, aber ja, König H7 oder so wird wahrscheinlich besser sein als Turm G7, ja. Weil dann kann ich auf C6 auch mit Ja, dem Turm gehen. es sieht richtig gut aus für Schlecht, Schwarz. ja. Deswegen glaube ich auch, dass das hier, wahrscheinlich gibt es mehrere Lösungen. Auch König F7 könnte eine Lösung sein. Aber wie gesagt, das ist eben die Begründung, dass eben Turm E2 nicht ging. Carsten hat hier auch König G1 gespielt. Und jetzt ist die Frage, Arne, wie geht es weiter? Jetzt gibt es zwei Lösungen. Aber die, die Jordan gewählt hat, ist definitiv einfacher. Okay. Naja. Also jetzt haben wir wieder die Chance, den König zu. Ach so, nee, geht doch nicht so richtig gut. Oder doch? Ja, es ginge sogar, glaube ich, ne? König H7 könnte klappen, oder? König H7 ist gefährlich, denke ich. Nee, es klappt doch nicht. Weil hier müsstest du Mist. verschiedene Züge berücksichtigen. Selbst Turm B7 Schach, die Dame abzudenken und dann auf F5 zu nehmen, könnte eine Möglichkeit sein. Also auf hier schlagen kann ich zum Beispiel nicht, aber selbst das könnte ich vielleicht, weil Doch. jetzt die Mattidee mit Läufer F4 mit Dame schlägt G6 Eben. noch beseitigt werden kann. Also Eben. vielleicht geht das auch Deswegen, wenn für. ich überhaupt, dann würde ich mit dem Läufer auf H4 schlagen, aber ja, das ist auch nicht so klar, als ob, also eigentlich steht Weiß besser, habe ich das Gefühl. Genau, deswegen ist es ja auch wichtig, dass Sie erstmal wissen, dass Läufer F4 Schach, König H1 und Dame F1 die Mattdrohung ist. Ja. Deswegen ganz klar sollten wir uns eben überlegen, wie wir hier clever die Problematik lösen mit dem Turm auf G6, der hängt. Und da gibt es, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Oh, das ist ja wieder mal attraktiv. Oh, das ist gar nicht so klar für mich gerade. Interessant. Wie ist es bei euch daheim? Wisst ihr schon? Ich habe irgendeinen Kommentar letztens gelesen. Manchmal bin ich schneller als Arne, aber manchmal ist er auch ganz auf Zack. Jetzt ist einer dieser Momente, wo ihr wahrscheinlich schneller seid als ich.
Sehr pikant. Gut, wie kann ich in den Turm auf G6 decken oder ihn auf ein gedecktes Feld bringen? Gibt es ja nicht so viele Kandidaten. Turm F6 gibt es, König G7, Turm G7 ist natürlich noch eine Option, aber das ist alles, lässt den Turm auf F5 fallen, nicht alles, aber. Nee, Moment, also klar ist, dass nach Turm G7 zum Beispiel der F5 nicht genommen werden darf. Ach, stimmt, da jetzt geht der Abzug hier. Genau. Damit ist eigentlich Turm G7 am einfachsten, weil dann habe ich auch nicht das Problem, dass es Probleme gibt mit dem G6. Mist, hat sich mir die Der ganze Zeit nie erschlossen. Habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, habe gedacht, das geht nicht. Die andere Möglichkeit wäre C5 zu spielen, die geht Ui. auch, aber die ist, wie gesagt, wieder Computerschach. Rustikal. Weil du immer noch jetzt natürlich auf G6 mit dem Schach wieder schlagen kannst. Aber braucht man nicht, wenn praktisch die Sache mit Turm G7 viel einfacher ist. Ne? Deswegen kam Turm G7 und ich bin mir nicht sicher, was Carsten bei Dame G4 übersehen hat, aber übersehen hat, dass nach Turm B8 Schach jetzt welcher zukommt. Das könnte eine Möglichkeit sein, dass er hier an der Stelle den Antwortzug von Schwarz übersehen haben muss in seiner Berechnung. König H7? Na, König H7, dann kann ich vielleicht wieder einfach Was mit Schach? Das ist so blöde von mir. Nein. Dame schlägt F5 machen. Dann Turm F8 einfach. Geht Dann auch kann ich nicht nehmen gut. und auf G5 nehmen. Was mache ich zuerst? Dann, ja, was bleibt denn da noch? Hilfe. Da kannst du nur noch Ach einmal das so, Schach mit. Läufer Ja. D8. Oh Ja. Also Gott. es kann sein, dass das übersehen wurde bei Carsten oder die Geschichte mit Dame C8 übersehen wurde. Einer von beiden muss er übersehen haben. Ich weiß aber nicht welche, weil ich konnte ihn dazu halt auch nicht befragen. Läufer D8 ist ja nun echt krass. Läufer D8, jetzt wurde geschlagen. Turm F8. Es wurde geschlagen, geschlagen und dieses Endspiel dann hat Carsten gehalten, weil er sich noch eine Festung bauen kann. An die er selber nicht glaubt. Nee, die Festung ist da mit A3. Aber er sagt ja immer, es gibt keine Festung. Ja, König G2, dann ist er mit dem Turm rübergegangen und dann ist halt Turm H3, Turm G3, kommst du halt nicht durch. Er hat noch C5 gemacht und das Dauerschach gegeben, aber wie gesagt, er wäre eh nicht Dann durchgekommen. hat Schwarz das also forciert am Ende. Ja, aber im Endeffekt ist es ja egal. Also hier ist es halt so krass, Dame G4 ist halt vielleicht intuitiv gar kein schlechter Zug, aber klappt halt taktisch nicht nach Dame A6 Schach. Läufer D8 hätte ich. Und ja, Läufer D8 oder Dame C8, eins von beiden wurde Ja, nicht gesehen ja. haben. Ich weiß aber nicht was. Und König E2 ist eigentlich so einfach, weil da muss ich gar nicht recht. Ja. Stimmt. Aber irgendwie kommst du nicht darauf, dass du den König Richtung Diagonale nach draußen beförderst. Ich glaube, das ist sozusagen intuitiv das Problem bei dem Zug. Ja, in das Schach auch noch gra quasi reinzugehen. Dabei ist es ja häufig tatsächlich ein sehr, sehr schönes Motiv, so eine Königswanderung zur anderen Seite, um aus der Gefahrenzone rauszugehen. Das sehe ich ja immer häufiger. Ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ne? So, Katze, Katze jetzt mag keine kommen wir Königswanderung. zu einer weiteren Stellung, die es in sich hat. Da muss ich aber sagen, hat der Positionsrapport sein dynamisches Talent bewiesen, genauso wie Mametjarow, der sowieso der Taktik-Schack ist. Die haben alles richtig gemacht. Dennoch, ich gebe zu bei der Analyse, dass das alles andere als einfach gewesen ist, beziehungsweise Steve und ich ganz schön Rätsel geraten haben. Was wir nicht sehen, beziehungsweise was wir übersehen. Okay. Hier hat der Positionsrapport ganz, also nicht seinem Namen gerecht werdend, den Zug H4 ausgepackt Stimmt. und hat sich gedacht, naja, ich mache H4, mach ruhig B4, ich setze dich zuerst matt. Aber dennoch müssen wir den Zug B4 berechnen und wirklich sicher sein, wer wen zuerst matt setzt und wie man sich beidseitig
am Ende richtig verteidigen muss, damit keiner von beiden verliert. Aber deine Aufgabe wird sein, nach H4 den B4 zu berechnen und mir zu sagen, wie das Ganze dann, wenn beide Seiten richtig spielen, am Ende ausgeht. Remy. Ja, so ging es aus. Aber klar, wir wissen das Ergebnis. Dennoch müssen wir alles richtig berechnen. So, alles das machen richtig wir jetzt. Machen. Also jetzt kommt B4. No? Genau. Jetzt nach B4, was sollte der einzige gefährliche Zug sein? B schlägt C3, würde ich sagen. Nee, ja, also klar, nach B4, ich meine, der einzige gefährliche Zug für Weiß, den wir berechnen müssen, wenn wir B4 spielen. Ach so, H5. Genau. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, nach H4 zu gucken, dürfen wir B4 spielen oder sind wir nach H5 matt? Jo. Oder ist Weiß nach H5 matt? Richtig. Also B4, H5. Mhm. Wollen wir das noch auf das Board bringen oder ist das schon zu weit? Das können wir machen, so, aber es wäre natürlich schöner, Training, das im Kopf zu haben. Also nach H4 hat ja Schack auch überlegen müssen. Ja, okay, recht hast du. Und es ist besser zum Trainieren, deswegen. Also B4, H5. Mhm. So, was passiert dann? B schlägt C3, H6. Genau. Dann gibt es... übrigens, jetzt fällt mir was auf, leider. Wobei wir das nicht so durchgekaut haben. Das war, genau diese Partie habe ich auch mit Matthias Deutschmann im Kontraschach gehabt. Genau diese Partie. Und das tut mir jetzt leid. Das macht gar nichts. Und ich hatte mich gefragt, ja, warte, Moment. Wieso nimmt denn nicht den Bauern auf B2 mit Schach? Und dann haben wir kurz gerechnet und gesagt, nee, es geht nicht. Also, das ist eine irrsinnige Partie. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben nach B4, H5. B schlägt C3, H6. Genau. C schlägt D2 Schach. Mhm. König schlägt D2. Mhm. König schlägt D2. Wow. Was könnte man noch machen? Wieso sehe ich denn da keine Schachs? Naja, gut, ich sehe ein paar Schachs, aber Schachs, die können alle schön abgewehrt werden von Weiß. Das heißt dann eigentlich im Umkehrschluss, dass C schlägt D2, König D2 eher für Schwarz böse endet. Ja, ne? Na? Böse endet, genau. Du hast keine Schachs mehr und du hast keine Möglichkeit, mit Dame D4 oder Dame E5 das G7 matt zu decken. Schade. Okay, du hast das Damenopfer mit Dame C2, aber das ist ja nicht das, was du jetzt willst. Sicherlich nicht, nein. Nein, selbst dann habe ich auch noch Probleme, glaube ich. Genau. Ja. Also gut, das bedeutet, wir dürfen nicht... Ja, was ist denn dann jetzt mit Bauer schlägt B2, König B2 und da ist auch kein Schach? Ne, da gibt es noch ein paar Schachs nach König schlägt B2. Gibt es noch ein Schach? Wo ist das Schach nach König B2? C3, das ist doch kein Schach. Das haben wir gedeckt, das Feld C3. Aber wo ist das Schach noch auf? C2? Nee, das ist auch gedeckt. Ja, es gibt aber noch ein Schach, was nicht gedeckt ist. Gibt es das? Ja, du musst nur überlegen, dass praktisch bei dir einige Figuren vom Brett sind, dadurch, dass jetzt neue Schachs möglich sind und die nicht mehr da sind. Jetzt habe ich es gesehen. B8 Schach. Genau, Turm B8 Schach. Jetzt die Frage, wohin mit dem König? Wie viele Möglichkeiten gibt es denn da? Zwei. Ja. A1, eine A2. Eine ist schlecht. Genau. Also, naja, was sollen wir machen? Jetzt gehen wir mal zu A2, Läufer B3 Schach. König geht sicherlich nicht auf die B-Linie zurück, denn der Abzug ist, das kann nicht gut gehen, oder? Gehen wir zu A1. Dann auch nicht, Dame schlägt A3, geht auch nicht besonders gut aus. Überhaupt nicht, ne? Nee.
Und wenn wir direkt zu A1 gehen, schlägt die Dame sofort auf A3 und dann kommt der Turm dazwischen. Turm H2 und dann hat Schwarz noch Turm eine gute. C1, nee, Turm C1 geht nicht mehr, der Turm steht auf B8. Sehr gut. Das wollte nämlich einer meiner Schüler dann auch machen, matt auf C1 setzen. Aber das geht auch nicht. Oh, ich muss kurz überlegen, wo wir sind. Wo stehen welche Figuren? Dame Wir hatten König, A3. ja. Genau, Dame schlägt A3, Turm A2 und jetzt gibt es halt keine Schachs mehr, So ist es fast, oder? die was taugen. Nee, genau. Und Weiß gewinnt. Ist ja irre. Das heißt, Puff. wir müssen entweder damit leben, dass B4 nicht funktioniert, oder wir sagen, nach B4, H5 haben wir noch andere Züge. Ja, dann gucken wir mal. B4, H5, B schlägt A3. Ja. H6 schlägt und König B1 und gute Nacht. Ja. Okay, dann B4, H5 und jetzt kommt der sagenhafte Zug. Und wenn ich sage sagenhaft, dann meine ich das auch. Turm F auf D8. Turm F auf D8 und du sagst dann einfach, okay, nach H6 machst du Dame F8, Friede, Freude, Ja, aber Eierkuchen. es kommt G schlägt, H schlägt G6, richtig? Und dann ist es nicht mehr so Friede, Freude, Eierkuchen. Schade. Das hat Rapport alles im Kopf bedacht. Schack auch. Schach aus, sonst hätte er das Ding ja Aber ich muss verloren. sagen, ich hatte auch nach B4, H5 haben wir gegrübelt und gegrübelt und wir kamen nicht drauf, bis dann irgendwann jemand im Chat geschrieben hat, was die Lösung ist. Aber der muss wahrscheinlich entweder nachgeguckt haben oder er hat es wirklich gefunden, das weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich relativ logisch, wenn du jetzt überlegst, aber es ist absurd, aber es ist auch eigentlich komplett logisch. Denn überleg mal, was ist denn eigentlich das Problem nach H5? Oder was dürfen wir nicht zulassen, welchen Zug? H6. Also H6. Wir spielen selber H6, genau. Und dann kommt schlägt G6. Und dann nehme ich auch C3. Dann wird es für dich sehr unbequem, weil ich bin kein Matt mehr. F7 Schach. Turm Turm F7. F7. Und du hast einen Dauerschach, ja, aber mehr hast du nicht. Mit Dame G6 Schach, glaube ich, hast du irgendwelche Dauerschachs. Turm G7, Turm, Dame schlägt E6, Turm F7, Dame G6. Läufer H7 geht nicht, weil der König einfach zur Seite geht, wahrscheinlich. F8. Ja, und dann kommst du über E7 raus. Dann B4. So, wir können jetzt mal das Ganze zeigen. Was für eine Partie, ist ja wirklich B4, H5. Wir irre. hatten bereits gesagt, dass das Schlagen hier alles nichts bringt, denn nach H6 hast du zwar noch hier einen Schach und jetzt hast du keinen Schach mehr und bist auch nicht in der Lage, das Feld G7 irgendwie auf E5 oder D4 zu decken. Das gleiche Schicksal übrigens nach CB2. Jetzt einfach König B2, dann hast du noch einen Racheschach hier. König A1 ganz wichtig, weil nach König A2 gab es das Schach auf B3 und das wäre nicht besonders gut ausgegangen. Ich glaube, hier nach König B1 hast du dann irgendwelche, hier müsste ich auch rechnen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, was man machen kann, aber ich glaube, hier gibt Nein. es einige Wege, die nach oben führen. D5 muss doch klappen irgendwie, oder? Ja, vielleicht einfach Läufer D5 Schach, Oh, sieht am ach einfachsten so, nee, aus. nee, nee, nee. Läufer Nee, C2. Läufer C2 ist vielleicht. Und ich habe wenigstens ein Remis hier, vielleicht Ja, mehr. Aber das würde ich jetzt nicht irgendwie. nee, Läufer C2 ist ja schon gewonnen, oder? Nee, ich kann auch, glaube ich, den spielen. Das ist noch nicht so Oh, einfach. Aber es meine ist Fresse. auf jeden Fall gewinnt Weiß nicht. Nach dem Zug König A1 allerdings ist es gewonnen, weil du hast nur noch dieses Schach auf A3 und nach Turm A2 gehen dir die Schachs aus.
Der eine oder andere, der das berechnet hat, wird sich dann sagen, naja, okay, ich kann nicht schlagen auf C3, aber kann ich überhaupt was gegen die Drohung H6 unternehmen? Dann kommt man natürlich wie Arne auf die Idee, einfach zu sagen, okay, man muss das Feld F8 einfach nur haben. Und jetzt ist das Problem, dass ja nicht nur H6 droht, sondern auch H4G6 sehr bitter enden könnte, denn jetzt drohen auch Matts auf verschiedene Art und Weise. Der Turm steht mir auf F8, was ja noch hilfreich ist. Genau, und nach dem Schlagen habe ich einfach Konflikt H7 und dann denke ich schon, dass es Weiß ist, der hier zuerst matt setzt. Und dann stellt man sich die alles entscheidende Frage, naja, wenn H6 die eigentliche Drohung ist, denn hier mit dem Turm auf F8 ist H4 G6 gar nicht so schlimm, dann kommt man drauf, dass man diesen Zug nur noch mit einem selber ausführenden H6 verhindern kann. Irre. Und jetzt ist halt das Ding, dass wenn ich jetzt nehme auf G6, laufe ich wiederum die Gefahr, dass ich jetzt zuerst matt werde, weil Weiß droht kein zwangsläufiges Matt. Er müsste jetzt schlagen auf F7. Jetzt müsste Turm F7 kommen und hier glaube ich jetzt, ist Dame G6 immer noch der Remishafen, weil ich immer noch genug Schachs habe. Würde ich jetzt aber auch nicht beschreien, weil ich jetzt auch gar nicht weiß, was nach König F8 kommt. Ich weiß halt nur, dass Turm G7 eine Variante ist, die der Computer hier als Remis angezeigt hat. Bei Dame König F8 nehme ich an, dass es da irgendwelche anderen Tricks gibt mit irgendwelchen Schachs. Aber das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Da müsste ich jetzt selber nachgucken. Aber Weiß kann definitiv hier nicht verlieren, sagen wir es mal so. Wow, also das ist eher dann gefährlich für Schwarz. Dame H6, König E7, Dame H4 Schach. Genau, Dame H4 Schach ist vielleicht auch am einfachsten. Dann müsste er nach F6 höchstwahrscheinlich gehen, weil sonst gibt es das Schach auf H8 und dann ist C3 gedeckt. Das heißt, er müsste Turm F6 machen. Und jetzt ist halt die Frage, ob Dame ich... Dame nimmt A4... Ist vielleicht sehr nee, dann nehme ich auf D2, das funktioniert nicht. Wie gesagt, es ist mindestens Remis aus Sicht für Weiß, aber vielleicht ist es ja auch nicht mehr, das kann sein. Ja, und die Frage, also ja, ich sehe es auch, ja. Naja, dann nimmt er halt auf D2, aber ich glaube, da habe ich genug Counter. Ja, der F2 hängt deswegen. Ach also so. Wie gesagt, oh, ja. Sehr gut. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass es andere Möglichkeiten gibt, ja. Aber warum soll ich mit König E7 riskieren, wenn ich mit Turm G7 oder mit dem Zug Turm G7 und Turm F7 das Remis mehr oder weniger forciere? Mhm. Genau. Ja, so viel dazu. Deswegen kam auch hier nach H6 in der Partie von Rapport, der hat einfach genommen und hat C4 gespielt und jetzt nach Dame G5 ist das relativ schnell ins Remis verlaufen. Das Witzige ist, sie haben das fast runtergebissen. Es kam H4 und 10 Minuten später war die Partie zu Ende. Es wurde also alles erstmal so aus dem Ärmel geschüttelt. Als hätten sie irgendeinen Computerrechner in ihrem Köpfchen gehabt. Haben sie wahrscheinlich, ja. Ja, Dame G5 kam, HG5, jetzt wurde auf G6 genommen und es kam Läufer B3 und jetzt kam das Trommelspiel, was dadurch entsteht. Na, schlagen, schlagen, schlagen und FG6 haben sich hier die Hände geschüttelt und Remis gemacht. Das ist vielleicht auch nachvollziehbar nach so einer Partie dann. Ja, also klar, also H4 ist auch, wenn ich habe nochmal mit Rechner überprüft, das ist wirklich die erste Linie vom Computer, wie sie gespielt haben, mit B4, H5 und H6 ist Pflicht. Man kann natürlich meinen, wenn man H5 nicht spielt, man könnte auch sofort versuchen, so, so und so zu spielen, aber das scheint mir auch sehr gefährlich zu sein für Weiß, denn hier habe ich wieder ein bisschen Zeit und wer weiß, ob dieses bisschen Zeit mit Läufer B3 und Turm A8 Ideen ganz böse enden, aber dann eher für Weiß als für Schwarz. Ne? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, habe ich jetzt auch nicht überprüft, macht es auch an der Stelle keinen Sinn zu überprüfen, es sieht jedenfalls nicht besonders gut aus. Richtig. Und da ist es schon schön, dass man H5 und H6 mit Intus hat, weil man damit HG6 relativ schnell auch wieder dabei ist, den Gegner unter Druck zu setzen. Ja. Ein faszinierendes Spiel, Schach. Was für eine Partie. Was ist, was war die tollste Partie von Weig für dich?
Kommt die dazu? Ich glaube, die ist noch nicht, die habe ich noch nicht analysiert. Die wurde auch erst vor 2, 3 Tagen gespielt, meines Erachtens. Und das war das niederländische Duell zwischen Jordan van Forest und Anish Giri mit dem Opfer auf F6. Die beiden Finalisten vom letzten Jahr. Genau, also da muss ich sagen, ist es Jordan van Forest echt gelungen, eine meisterhafte Partie zu spielen und den Giri absolut keine Chance zu lassen. Also das war schon fast bilderbuchmäßig, wie der Giri da zusammengeschoben wurde. Und das ist nicht besonders leicht, Giri zusammenzuschieben. Das kommt eher selten vor. Ja, aber wie gesagt, ich hätte noch nicht so viel Zeit gehabt, da zu schauen. Das ist noch irgendwann in Planung, dass ich mit dieser Partie mich noch auseinandersetze. Aber jetzt habe ich das, wie gesagt, erstmal nicht vorbereitet. Jo. Diese Stelle. Das war ja auch schon allerhand. Es gab wieder unglaublich viel zu lernen, ne? Die Schritte an sich anzugucken, mal zu sehen, was sind dann die Varianten und sogar jetzt immer wieder neue Motive tauchen auf. Witzige Idee, ich setze dich zuerst, Matt, du hast keine Schachs mehr, sowas zu berechnen am Brett. Ja, ich weiß schon, warum die da alle da oben rumhocken und ihre Partien spielen. Das ist ja das Irrste oder das Lustigste ist ja, dass dann so viele Kommentare kommen von irgendwelchen Spielern, aus x-beliebigen Spielern. Warum spielt der nicht das und das und warum kann er nicht gleich so matt setzen? Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, es gibt natürlich, also ich muss schon sagen, die Partie zwischen Van Forest und Carlsen in der Hinsicht, oder Carlsen von Forest, fand ich schon etwas schockierend, weil die Fehlerquote da relativ hoch war. Und König E2 ist jetzt gar nicht so schwer, aber ich glaube, wenn du Dame G4 siehst und denkst, du gewinnst taktisch, dann brauchst du König E2 nicht mehr. Aber hatten die denn da auch dann wieder ganz viel Überlegungszeit? Oder? Na, ich glaube, da hatte Carlsen, glaube ich, an der Stelle noch 5, 6 Minuten, aber er war sich wahrscheinlich mit Dame G4 seiner sicher und hat entweder Dame C8 übersehen der Berechnung oder Läufer D8. Das sind ja keine leichten Züge. Nee, sicherlich nicht, nee. Ich vermute eher Letzteres mit Läufer D8, aber ich weiß es nicht. Tja, irre. Ja, aber so ein Turnier, das sind, wie viele Runden waren es? 12 Runden, oder? 13 Runden, 13 also das Runden, ist oder? Schon... Also ich muss sagen, bei so einem Turnier, wenn ich immer die Kommentare lese, so nach dem Motto, wenn sie schnelles Remis machen, sollten sie zu Hause bleiben, keine Antrittsgelder bekommen, da muss ich an der Stelle echt die Spieler verteidigen und zu sagen, wenn du 13 Partien auf diesem Niveau spielen musst und insgesamt nur 3 freie Tage hast, dann sei es dir gegönnt, nochmal 2 freie Tage oder 1, 2 freie Tage durch ein schnelleres Remis einzuschieben, weil du schaffst es kräftemäßig sonst nicht. Es ist einfach kräftemäßig 100%. So eine harte Sache und die wird oft unterschätzt. Deswegen finde ich es immer ganz schlimm, wenn dann irgendwelche Kommentare stehen, ja, die hat Remis geschoben beim Grand Prix oder beim Grand Swiss oder eben bei solchen Turnieren, wo ich dann sage, okay, ich habe vielleicht eine Partie schneller beendet, weil ich einfach auch weiß, dass man eben, wenn man in dem Alter ist, wo ich bin, aber selbst jetzt bei dem Turnier in Weikernsee, würde ich keinen der Spieler für ein Schnellremis, wie zum Beispiel in der letzten Runde, okay, das ist vielleicht eine andere Geschichte, aber die sind auch alle tot. Oder auch mal vorher gab es ein schnelles Remis zwischen Kajakin und Carlsen, würde ich keinen für verurteilen, weil im Endeffekt, ich meine, du brauchst die Kraft, du brauchst einfach manchmal auch noch einen Ruhetag, weil 13 Runden oder selbst 11 Runden, das ist knüppelhart, weil du hast ja nicht nur die Partie zu spielen, du musst mit deinen Nerven klarkommen, du hast eine Vorbereitungszeit von 3, 4 Stunden jeden Tag noch zusätzlich, du musst noch die Partie vom vorigen Tag verdauen, über Nacht. Das sind so viele Punkte, die dazukommen, wo du gar nicht verstehen kannst als Außenstehender, was das für Kraft lässt. Absolut, ja. Ja, es kommt mir, das ist es halt, ne? Da muss man einfach die Leute, die solche Kommentare abgeben, in Schutz nehmen, dass sie einfach nicht Bescheid wissen, wie es so häufig ist. Nee, die können sich es auch gar nicht vorstellen wahrscheinlich, ja. Und auch wenn wir jetzt gerade darüber reden, dann sprechen wir diese Menschen natürlich nicht an, weil die das sich überhaupt nicht angesprochen fühlen. Aber es kommt mir halt tatsächlich häufig so vor, als wäre es dieser, der Typ mit dem Bierglas in der Hand im Stadion und der Typ schießt vorm freien Tor daneben und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch, was ist das für ein Loser? Verdient da seine Millionen und schießt den nicht rein. Naja, gut. Genug Rant, genug geschimpft. Es ist ja alles
es ist ja alles auch okay, es ist ja die Kultur und es ist ja auch witzig, dass es solche Kommentare gibt. Wenn es solche Kommentare überhaupt nicht geben würde, wäre es ja auch wiederum schade. Aber es ist genauso schön, auch sich über solche Kommentare aufzuregen oder über die Schachspieler, die mal nach 15 Zügen drei Zug Wiederholung machen oder sowas alles. Es gehört alles zum Schach dazu, es wird sich alles ein bisschen ändern in der Kultur. Es gibt neue Regelungen, Remis etc. Ach ja, Schach, ne? Wir wissen schon, warum wir es alle lieben. So, mit diesen Worten, danke dir, Elli, für die schöne Potpourri aus Weik an Sie. Wir sehen uns auch schon nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Allen anderen, habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.